Hallo Leute, ich bin auf Wildkräuter sammeln, aber dabei mache ich einfach mal schnell eine Videoantwort auf dem Weg zu den 3000 Subs von Andy. Er hat uns gefragt, was unser Lieblingskanal ist im deutschsprachigen Raum. Gut, der Felix Immler mit Taschenmesserbuch ist mein Lieblingskanal. Auch wenn er ja neuerdings auch viele Videos auf Englisch macht, aber er hält sich doch immer wieder nochmal ans quote-unquote Deutsch. Gefällt mir sehr gut, was man alles mit einem Taschenmesser machen kann. Das ist meine Begründung, weil er da minimalistisch aufgestellt ist mit einem Taschenmesser von seiner Philosophie aus. Und das Tolle finde ich daran, dass eben der riesige Projekte damit macht. Meine Empfehlung Nummer 1, aber die ist dir sicherlich schon bekannt. Zweite Frage war, was unser Lieblingstaschenmesser ist. Dann genau ganz im Blick. Das ist dir wohl sicherlich auch schon längst bekannt. Das ist mein Lieblings-Bushcraft-Messer. So Old School und New School zusammen. Ich halte sie nochmal in die Kamera. Scandi-Schliff lässt sich gut schleifen. Hat mir in der Ukraine jemand einen Griff rangemacht, der auch mit den Irkutski-Messern zu tun hat. Mit Schwalbenschwanz, Holz, Stahl, ein bisschen Mittlerer Osten, Naher Osten. Mit dem Messer verbindet mich sehr viel. Du wolltest die Begründung wissen, weil es A, Materialien sind, die irgendwie nostalgisch sind, B, aber ist das mein erstes Bushcraft-Messer, was ich auch immer noch habe und was einfach super gut in der Hand liegt. Und ich liebe das Teil. Es ist kein Folder, aber es hat einfach sehr viel emotionelle Bindung und von daher also ist das die Begründung dazu. Mit einer Lederscheide, die ich selbst gedengelt habe. Funktioniert gut, sitzt perfekt, Gott sei Dank. Wenn du ein Folder sehen willst, dann muss ich in meine Tasche greifen. Das ist mein Victorinox. Ich glaube, dazu sagt man auch Swiss Champ, weil es die Säge, Holzsäge hat, die Metallsäge hat. Und durch die Metallsäge ist es und die Schere ist es automatisch ein Maniküre-Set. Durch die Holzsäge kann man schön Sollbruchstellen erstellen, auch bei größerem Holz, wo man dann mit dem Fuß so im Tritt auf einer schiefen Ebene gut durchkriegt. Ja, das ist mein Lieblingsfolder in dem Sinne, weil es einfach unheimlich viel ersetzt und zusammen in einem Multitool verbirgt. Die letzte Frage war bei dir, welches wir dann mit Custom-Griffschalen umrüsten wollten. Ja, weil dieses Teil eben so einen emotionalen und Multitool und alles mögliche Wert hat, würde ich das gerne umrüsten, weil es eh schwer ist, ob jetzt der Titan dazu kommt als Griffschale, würde es auch nicht mehr viel schwerer machen, also das wär's. Wenn ich das nicht hätte, dann würde ich einen Huntsman umrüsten, weil es eben Schere, Säge und Klinge hat und als, ich glaube, drei Layer immer noch leicht ist genug. Welche Griffschalen? Da würde ich die Plus-Griffschalen mit Schreiber, Pinzette und Zahnstocher nehmen, weil ich den Zahnstocher doch öfter mal brauche. Ich habe ein paar Brücken hier und die Pinzette brauche ich doch mal, wenn ich draußen bin und hole mir mal einen Brombeersplien oder was rein. Brauche ich echt. Welche Griffschalen? Ich würde die Rusty nehmen
Und zwar die eben in Plus, habe ich gesagt, aber die Plain, also einfach Plain gefällt mir am besten. So, und in diesem Sinne verabschiede ich mich wieder von euch und wünsche euch alles Gute und sag und tschüss, Leute. Und noch ein Quick-Tipp: Die Holundersprossen, wenn sie noch nicht so ganz auf sind, sind sehr, sehr lecker. Jetzt ist die Zeit. Mm-hmm.